Hallo, es ist schon wieder eine Woche um und ich habe ein neues Thema für euch. Und diesmal geht es um euer Warum. Das Warum, warum ihr diese Ziele oder euer Ziel erreichen möchtet. Und wieso es so wichtig ist, das zu haben. Ich nehme immer wieder Beispiele aus der Geschichte oder aus der Tierwelt, weil ich mir denke, man kann es leichter verstehen oder man kann es leichter annehmen. Und dazu auch heute. Vorher aber noch eine Frage. Denkt ihr, für die Erreichung eurer Ziele ist es wichtig, ob ihr einen Schulabschluss habt oder ob ihr eine gute Ausbildung genossen habt, ob es wichtig ist, wo ihr aufwächst oder ob es auch wichtig ist, finanzielle Mittel zu haben? Dazu mehr in meiner Geschichte. Gehen wir zurück ins 18. Jahrhundert, da sind nämlich die Gebrüder Wright geboren. Die Gebrüder Wright hatten keinen Schulabschluss und haben sich mit der Zeit ein Wissen aufgebaut, wie man Fahrräder baut und diese repariert und haben somit eine Fahrradwerkstätte aufgebaut. Später kamen sie aber auf die Idee oder es kam diese Vision, einen Flugapparat zu bauen. Es muss doch irgendwie möglich sein, Menschen zum Fliegen zu bringen. Zur selben Zeit gab es dann noch Samuel Langley. Auch er hatte diese Idee. Er war Professor für Physik und Astronomie, das heißt ein sehr angesehener Mann zu seiner damaligen Zeit. Er hatte auch gute Kontakte zur Regierung und zur Wirtschaft. Die Regierung unterstützte sein Projekt mit heute rund umgerechnet 1 Million Dollar und stellte ihm auch Personal zur Verfügung, dass er alle Möglichkeiten hat, diesen Flugapparat zu bauen. Also die besten Voraussetzungen, oder? Um dieses Ziel, diesen Flugapparat zu bauen. Was hatten die Gebrüder Wright? Die hatten weder das Geld noch Personal und noch Unterstützung von der Außenwelt. Das Einzige, was sie hatten, war ihre Überzeugung, dass es funktionieren muss. Ich bin mir sicher, viele von euch wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Nach etlichen Fehlversuchen auf beiden Seiten haben letztendlich die Gebrüder Wright ihren Flugapparat gebaut. Samuel Langley zog sich daraufhin zurück, denn sein Grund war eigentlich nur, dass er der Erste sein wollte, diesen Flugapparat zu erfinden. Das heißt, das Einzige, was ich euch mitgeben möchte, egal wo ihr steht für eure Zielerreichung, kennt euer emotionales Warum. Denn nur wenn ihr euer Warum kennt, das ist das, was euch in der Früh aufstehen lässt. Das ist das, wenn ihr hinfällt, was euch wieder aufstehen lässt. Und euer Warum wird das sein, das sich niemals aufgeben lässt, so lange, bis ihr es erreicht habt. Und ja, manchmal dauert es länger, manchmal kann es sehr lang dauern. Aber mit dem Warum ist es einfach, es ist leichter und ich bin überzeugt davon, ich persönlich. Wenn ihr euer emotionales Warum kennt, dann kann es nur ein Erfolg werden. Ich drücke euch ganz fest die Daumen für eure Zielerreichungen. Mich interessiert natürlich auch diesmal wieder, habt ihr euer emotionales Warum gefunden? Hilft es euch beim Wiederaufstehen, beim Weitermachen, beim Dranbleiben? Ich freue mich über eure Kommentare und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.